Mit dir steht die Zeit still. Du bist, was ich will. Spürst du, was ich will? Nimm, was ich fühle, ist real. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich lieb deinen Stil, deinen Sexappeal. Komm, relax mit mir. Will nichts tun, was du später mal bereuen wirst. Doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Bitte schau mich nicht so an. Deine Blicke sind gefährlich. Oh, ehrlich, ich wär gern dich. Mit dir steht die Zeit still. Du verwirrst mich, bist zu viel für mich. Spür, wie du mein Willen brichst. Mehr als nur ein Spiel, leg die Karten auf den Tisch. Meinst du, ich bleib kühl, wenn du bei mir bist? Ja, will nichts tun, was ich später mal bereuen werde. Doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Deine Küsse machen süchtig, nimm Rücksicht. Ich weiß, du bist berüchtigt. Komm näher. Sonst hört uns deine Mutter. Denk nicht, ich sei unverwundbar. Baby, suchst du nur nach Abenteuern? Ich spiel nicht mit dem Feuer. Denn ich will mich nicht verbrennen. Keine Ahnung, was du lieben nennst. Du bist, was ich will, spürst du, was ich fühl, denn was ich fühl, ich spiel. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich lebe dein Stil, dein Sexappeal, komm und lass mit mir. Will nichts tun, was du später mal bereuen willst. Doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Die Zeit still, du verwirrst mich, bist zu viel für mich. Ich spür, wie du mein Willen brichst. Es ist mehr als nur ein Spiel. Leg die Karten auf den Tisch. Weißt du, ich bleib kühl, wenn du bei mir bist. Will nichts tun, was ich später mal bereuen werd. Oh. Heute brauch ich bisschen heute mehr als Freundschaft. Brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Das war ein All-Star-Battle auf höchstem musikalischem Niveau. Wir sind hier bei 10 Jahre The Voice. Wie krass ist das? Ja. Ganz ehrlich. Es ist einfach ein wunderschöner Moment, wenn es eben um Emotionalität geht, ums Miteinander, um Gemeinschaft und um das, worum es in dem Song geht. Und das ist so fantastisch. Das habt ihr auch diesmal wirklich sehr emotional und wunderschön gemacht. Ganz wenn ihr nicht beide weiterkommt, dreh ich durch. Ja. Wirklich. Nico, du fandst auch richtig, richtig geil, oder? Unglaublich. Eigentlich müsst ihr verdient weiterkommen, beide, ja. Von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde war ich so, uff, das ging so richtig, richtig tief in den letzten Tiefen meines Herzens. Ihr habt einmal mehr gezeigt, dass Deutschland Soul hat. Jungs, harte Männer, weicher Kern? Nö. Nö. Ich glaube halt, also für mich, ich fand Dimmi stärker. Ich fand, du hast das Lied, ehrlich gesagt, erobert. Und ich kenne Magic und ich weiß auch, dass er ein Wahnsinnssänger ist. Und es kann sein, dass du alles für dich irgendwie so da geliefert hast. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, ich habe dich so oft gesehen, ich weiß immer noch nicht, wer du bist halt einfach. Und, Magic, ich komme aus Polen. Yeah. Ich bin mit 13 hergekommen. Du kannst auch Berlin-Mitte kommen, das ist mir egal. Aber, wieso, aber ich, weißt du, so ein bisschen Signature hätte ich mir gewünscht. Irgendwas, wo ich sage halt, da ist Magic. So. Und, da muss ich komplett widersprechen. Sehr gut, da ist er. Ich wollte auch gerade, ich habe mich gerade noch zurückgehalten hier. Das ist, also, mal, Mark, mehr Mark, Signature, Mark, nee, sorry, mehr Signature als das, was du da gerade gemacht hast.
geht ja nicht. Also du, das ist ja komplett dein eigenes Ding gewesen. Und Maciek, du und ich, wir haben eine Geschichte, ne? Wir haben hier den Weg schon mal gemeinsam angefangen. Und ich sehe auch echt eine Entwicklung bei dir. Ich finde, dass du, deswegen muss ich da so vehement widersprechen. Tut mir leid, Ray. Ich hoffe, du bist jetzt nicht beleidigt. Und es gibt jetzt eine irische Vendetta jetzt schon wieder. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe. Verzeih mir einmal doch, dass du auch mal unterbrochen wirst in deinem Leben. Steh doch einfach mal drüber. Du bist 96 Jahre alt, verdammt. Jetzt kannst du doch einmal einfach mal drüber stehen. Aber ich musste in die Bresche springen für Maciek, weil ich bin ein Riesenfan. Wenn ich in eurem Team wäre, würde ich auf gar keinen Fall Maciek gehen lassen, weil ich finde, du hast es diesmal wirklich verdient, bis in die Live-Shows zu kommen. Mädels, ich weiß, es ist jetzt nicht leichter geworden. Das ist nicht nur leicht, das ist der Horror. Ihr wart so auf Augenhöhe, ihr habt so viel Respekt voneinander. Das hat so Spaß gemacht. Und Dimmi, ey, du hast dich so reingehangen. Du hast den Song von der ersten Sekunde an zu deinem gemacht. Und das ist einfach toll. Ja, Maciek, ich habe dich letztes Jahr gesehen im Fernsehen. Ich habe mit dir gelitten, auch als du rausgeflogen bist. Bei welchem Team war das? Danke, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast. Entschuldigung, habe ich irgendwie kurz vergessen. Alte, weißt du? Nein, aber ihr habt ja eine emotionale Verbindung miteinander. Und Maciek, du hast dich emotional von Anfang an mit dem Song verbunden. Und das ist halt wichtig dabei, aus dem Bauchgefühl rauszusingen. Und es fällt überhaupt nicht leicht, eine Entscheidung bei euch beiden zu treffen, weil ihr beide so stark seid. Gutes Stichwort, Yvonne. Entscheidung. I know. Also, wir haben uns entschieden, mit dem Talent zu gehen, das von Anfang an noch ein bisschen mehr Sicherheit reingebracht hat und das einen Anker durch Emotionalität gesetzt hat und dadurch ein Miteinander erst recht möglich gemacht hat. Und das ist Dimmi. Dimmi, du hast das All-Star Romantic Battle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dimmi! Danke. Und ich bin immer noch in meinem Lieblingsteam und es ist einfach nur der Hammer. Maciek, nicht nur Marc ist jetzt traurig an dieser Stelle, sondern viele andere auch. Ja, ich glaube, ich war die Erste, weil Max ein bisschen langsam. What? Das ist jetzt hier ein Casting der Coaches. Ray, jetzt mal Butter bei den Fische. Ey, guck mal, du hast jetzt in zwei Teams, die dir allen gesagt hat, ja, deine Entwicklung, du gehst dahin. Und was hat es dir gebracht? Nix. Weißt du, ich meine, Marc hat dir nichts gebracht. Yvonne und Stephanie haben dir nichts gebracht. Wir haben eine Vision für dich. Wir beide glauben an dich. Und it's your call. Ich meine, es ist deine Zukunft, deine Musik, dein Herz. Und wenn du sagst, halt, das, was ich gerade gemacht habe, das will ich immer und ewig machen, kannst du es Marc geben. Don't fuck this up. Yeah. Don't, this is your chance. This is your chance. You can have it, or you can... Also, du wirklich, nimm dir deine Zeit. Denk das nochmal durch irgendwie. Ich habe das Gefühl, unser Weg ist irgendwie nicht zu Ende. Nie ma decyzji tutaj. Naprawdę spoko, słuchaj. Maciek, słuchaj, tutaj nie ma decyzji. Po prostu tutaj do mojego teamu możesz wejść. Was hast du jetzt gesagt? Das ist polnische Geheimsprache hier. Ja, also Ray ist mir heute unsympathisch, ich geh zu Marc. Yeah, man! Yeah, Mann! No, Maciek!
an den Sing-Offs und wechselst zu Team Mark. War schon cool, war schon cool. Da ist sie doch, na siehst du. Also ich geht auch weiter. Beide weiter. Nice. Mega. Ja, so auch. Ja, ja, doch, 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 das ist schon richtig. Hast gut gemacht.